Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Aufmachen, auf Deutsch. Dieses Mal haben wir Baby Annabelle, beziehungsweise Babyborn. So viel ich weiß, passen die ja. Hier unten wartet auch schon unsere Babyborn, ihr seht sie. In einem alten Badeanzug, der ist auch noch voll gekleckert. Die braucht dringend neue Klamotten. Fangen wir an. Immer wenn ich was raushol und es sich eignet anzuziehen, dann wird unsere Babyborn hier angezogen. Geht's los. Tür 1. Oh, was Nettes zum Anziehen. Haben wir hier ein Oberteil. Sieht aus wie ein Schlafanzug eigentlich. Seht ihr es? Den ziehen wir unserer Babyborn jetzt doch gleich mal an, beziehungsweise Annabelle. So, sieht doch gleich mal viel kuscheliger aus, oder? Die 2. Wo ist denn die 2? Die 3 habe ich schon. Wir haben ja da 2 Seiten. 2 Seiten. Ein Schnuller! Der Schnuller passt jetzt bei Babyborn nicht ganz rein, muss man ziemlich fest drücken. Der ist ja eigentlich auch für Baby Annabelle gedacht. Die 3 ist, glaube ich, wieder auf der anderen Seite. Die habe ich nämlich schon gesehen. Hier. Oh, ich glaube, das ist eine Mütze. Ja, mit Glitzersteinchen. Cool. Weiter geht's mit der 4. Was kommt da raus? Ah, ein Latz. Joy and Peace and Love. Freude und Friede und Liebe. Und Tag 5. Großes Fach. Oh, Schuhe. Richtig coole Schuhe. Prinzessinnen-Schuhe. Schaut mal. Ziehen wir später an. Auch ein großes Fach. Ah, ein Röckchen. Mit Tüll. Ein Tüllröckchen. In 2 Stufen und 2 Farben. Das ziehen wir auch später an, weil das passt jetzt nicht zu dem Schlafanzug. Seht ihr dann gleich noch die 7. Aha. Ich glaube, das sind 2 Teller. Ja. Ich lege sie mal dahin, damit ihr alles seht. Die 8 ist wieder auf der anderen Seite. Aha. Klar, wenn es Teller gibt, brauchen wir auch Löffel. Einer hellblau, einer in rosa. Dann haben wir die 9. Jetzt kommt wieder was im Schlafanzug-Design. Gleicher Stoff, gleiches Muster. Was ist das? Ah, eine lange Schlafanzughose. Cool, die ziehen wir jetzt einfach mal drüber, würde ich sagen. Schaut das Ganze aber schon recht kuschelig aus, oder?
Ja, da kriegt man gleich Lust ins Bett zu gehen. So, die 10. Minifach, Minifach. Schmuck. Wir haben ein kleines Kettchen mit einem goldenen Herzen. Das schaut so aus. Ich glaube, das passt jetzt nicht zum Schlafanzug. Das machen wir später ran. Die 11 ist wieder ein größeres Fach. Ah! Eine Flasche. In Gold und Rosa. Schön. Weiter geht's mit der 12. Aha. Aha. Schaut mal. Ein Oberteil. Wow, was für ein schöner Pullover oder Sweatshirt. In Glitzer, Gold und Rosa und Be Jolly steht vorne drauf. So ein bisschen Weihnachtsdesign. Cool. Ziehen wir auch später an, passt nicht zum Schlafanzug. So, die 13. Da haben wir ein Döschen, so eine Puderdose oder so, so eine Cremedose, Be Merry, sei fröhlich heißt es, Merry Christmas, ne? Fröhliche Weihnachten, Be Merry. So, die 14. Kommt wieder was im Schlafanzug. Muster. Ah, das sind Fäustlinge. Sind die witzig? Die passen gerade mal für meinen Daumen so, ne? Sollen wir die anziehen? Jo. Jetzt schaut es aber warm aus. Die 15. Oh. Oh. Was haben wir da? Das machen wir jetzt mal spannend. Ich hol sie mal raus. Wir haben ein Minischaf. Spielzeug für Annabelle oder Baby Born. 16 ist bestimmt wieder auf der anderen Seite. Aha, aha. Das ist Schmuck. So, und zwar besteht es aus zwei Teilen. Ein Stirnreif, glaube ich. Da oben rum. Und da kann man dann auch noch die Schleife hier anklipsen. Seht ihr es? Passt zu unserem zweiten Outfit dann besser. Also das tun wir später ran. 17. Da kommt raus eine Brille. Die setzen wir doch gleich mal auf, oder? Schaut gut aus, oder? Die 18. Oh. Oh, das sieht aber was ganz kuschelig aus hier. Oh. Oho. Das kommt, glaube ich, um die Schultern rum, oder? Ich glaube schon. Kommt
nochmal ein Kettchen raus, ein zweites, mit einem Schaf. Kann man also dann wechseln, hat man zwei verschiedene Schmuckstücke. Und dann geht es weiter mit 20. Oh, ein Riesenfach. Das ist gleich das Größte. Engelsflügel. Oh, da müssen wir aufpassen, dass wir das hier nicht durchschneiden. Das sieht man nämlich ganz schlecht. Das ist nämlich durchsichtig. Kann man an den Schultern dann festmachen. Trägt man praktisch wie so eine Art Schulranzen. Und dann hat er Engelsflügel. Oder die hat sie Engelsflügel. 21. Oh, ist komischerweise auch mal auf der gleichen Seite. Nochmal was Großes. Und zwar eine Weihnachtskarte. Merry Christmas. To and from. Eine Weihnachtsgrußkarte. Könnt ihr selbst beschreiben. So, jetzt haben wir die 22 und die 23 auf der gleichen Seite. Aha. Noch erkenne ich es nicht, was sein soll. Ich glaube auch noch mal so ein Stirnband oder sowas. Ja. mit Rentiergeweih. Cool. Also, das wollen wir jetzt dann gleich sehen. Zwei Fächer noch, dann zeige ich euch die anderen Kleidungsstücke. Die 23 ist auch ein großes Fach. Oho. Und die ist auch gleich richtig schwer. Eine Handtasche. Cool. Und eins haben wir noch. Heute ist Weihnachtsabend. Ist auch gar nicht so groß, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, an Weihnachten gibt es das größte Fach. So. Oh. Das zieht sie dann an am Weihnachtsabend. Festliche Kleidung, festliches Kleid. Schön. So, jetzt ziehen wir die anderen Kleidungsstücke mal an und dann zeige ich die. Das ist das Weihnachtsdress, würde ich mal sagen. Am Festtag mit den Engelsflügeln. Goldenes Kleid mit diesem Stirnband oben und der Schleife und festlichen Schuhen. Und jetzt gibt es noch ein Outfit, ein drittes Outfit. So, das ist das. Ups, Schuh verloren. Das ist das dritte Outfit, das möglich ist. Man kann das natürlich miteinander kombinieren, also hat man ganz viele Möglichkeiten. Das Oberteil hier mit diesem Tüllrock. Und das ist eben diese, weiß nicht, wie man es nennt, Stola. Und hier haben wir das Stirnband hier mit diesen Rentierhörnern. Oder Geweihhörner. Rentiergeweih, Entschuldigung. Jo, genau. Und dann gab es ja noch das ganze viele Zubehör hier. Diese Tube, Handtasche, noch eine zweite Kette. Unser Schaf. Unsere Grußkarte, dann zwei Löffel und zwei Teller und die Trinkflasche. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr hattet Spaß.